Eroberung der Flagge. Und damit geht's weiter zur Welt von Drakensang Online mit ein bisschen PvP. Ich bin nebenbei fleißig am Questen für Q4. Da fehlen mir noch die Bosse, habe ich schon alle. Da fehlen mir noch ein paar Trash-Mobs. Und danach bin ich durch, kann auch mal in Q5 reinschauen. Da dürfte dann die gute alte Kalis auf uns warten. So, ich dachte mir, heute werfe ich mich mal in Schale als Hase, obwohl ja eigentlich Weihnachten am Start ist. Aber genau, am Test habe ich wieder vorbeigeschaut. Leider gibt es da jetzt nichts mehr. Also ich habe echt schon alles gezeigt, was ich zeigen könnte. So über das Event, über die Herausforderungen und so. Die zweite von drei. Antworte endlich! Die zweite von drei habe ich nicht gesehen. Ich habe echt Stunden am Test die verbracht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, entweder war Herausforderung 2 von 3 noch nicht live oder keine Ahnung. Ich hätte da echt gerne mal selbst reingeschaut in die Zone. Immerhin wissen wir schon, was es dort für einen Stein geben wird. Nämlich 3% mehr. Boah, bitte nicht. 3% mehr Kältewiderstand. Das ist schon mal gut, aber in der Zone an sich wäre ich auch mal gerne selbst gewesen. So, unser Weihnachtsmann hier hat die feine Waffe, die nur 1500 Draken gekostet hat. Sehr preiswert, kann man sagen. Ach so, Moment mal, die wurde ja noch gar nicht genervt. Wir haben ja noch nicht Release 100. Hast du nicht gesehen? Kommt ja erst. Und wann? Das ist die Frage aller Fragen laut... Oh, habe ich gerade auf der Karte auf den Roten geballert? Ich bin ja richtig schlau. Laut Aussage im, nicht im Forum, sondern auf der Facebook-Seite von Drakensang Online, am 7. Dezember, Release 159, gemeinsam mit dem Midwinter-Event. So, das ist vorerst der Plan. Der hat gesessen. Genau, aber das kann sich natürlich auch noch verschieben. Es macht mich ein bisschen stutzig, wenn ich ehrlich sein soll, dass die zweite Herausforderung noch nicht am Testserver war. Irgendwie, keine Ahnung. Was ist da los mit der zweiten Herausforderung? Das kann ich jetzt, komm schon. Schluck, schluck. Mann, ouch. Der tat weh. Aber die fressen ganz schön was. Jetzt habe ich auf den Mantel vergessen. So, das Niveau im Chat ist mal wieder sehr weit oben. Klettert gegen Mount Everest, so in etwa. Der muss jetzt mal down gehen. Auch wenn der die Waffe hat. Oh, das ist der falsche. Kommando zurück, das war der falsche. Den wollen wir gar nicht killen. So. Doppelt hält bekanntermaßen besser jetzt aber. Hatte der überhaupt den... den Streitkolben, den Lebensbewahrer. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber auch keine... Autsch, 6000 tut weh. Bitte nicht nochmal. Keine Panik auf der Titanic. Kritz. Sowas kenne ich gar nicht mehr von mir. Muss ich sagen. So viele Leute fragen mich auch nach dem Release, weil ich so viele Videos darüber gemacht habe. 159. Und man hat schon fast das Gefühl, muss ich sagen, als würden sich die Leute mehr auf Release 159 freuen, als irgendwie Rise of Balor Loretag so. Wenn ich das mal sagen darf, irgendwie die Schwierigkeitsgrade und das Midwinter-Event. Darauf dürften sich wohl einige Leute freuen. So, wer reitet hier in später Stunde? Du hast eine schöne Waffe. Autsch. Wieso hast du überlebt? Aber stimmt, Vernichtung. Das müsste ich auch wieder machen. Ich habe da, wo ich dieses eine Video, das Random PvP-Video gedreht habe, habe ich extra darauf geachtet, immer schöne Vernichtungen zu bringen. Und jetzt irgendwie, Moment, ich muss... Wieso sind alle von der Karte weg? Oh nein, wo läufst denn du hin? Das ist gemein von dir. Das ist sogar sehr gemein von dir. Aber egal. So, jetzt habe ich wieder die Cool da. Habe ich auch nicht gesehen. Und da brenne ich und brenne ich. Die Waffe ist ja noch die alte. Yo, jetzt, das war ein Kill. Kommt zum 100-Abo-Special von Chilma, bitte. Hätte ich das vorher gewusst. Aber jetzt ist PvP am
Chat. Hui, das war knapp. Ich habe leider sehr wenige Lebenspunkte. Oh Mann, ich freue mich schon, wenn ich mal irgendwann bessere Items finde und dann so mit Dragonset 80% Block mit ein paar mehr defensiven Werten spielen. Hui, wie bin ich? 13.000 und da krieg ich sogar. Und er öffnet mir den Shop, obwohl ich da gar nicht... Habe ich da geklickt? Ganz ehrlich, war meine Maus da oben? Das habe ich aber nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Und das war die dritte. Bitte sag, dass das die dritte Flagge war. Wo bist du? Zuerst schimpft er mit mir und jetzt fragt er, wo ich bin. Natürlich werde ich dir jetzt antworten. Ganz bestimmt antworte ich dir jetzt. Nachdem du vorhin so freundlich gefragt hast, oh, ich müsste da mal verkaufen. Das war auch eine lustige Story. Bei dem Code, der hat irgendwie nicht funktioniert. Von Tag 4 oder so, da kamen nämlich Level 60er Potions raus. Und jetzt wurden Level 40er draus. Die alten, die es normalerweise gar nicht mehr gibt, weil man die Levelabhängigen irgendwie da nicht in den Code rein pflanzen konnte. Aber gut. Okay, dann war's das mal mit dem Verkaufen. Wie sieht's aus im Schneckenhaus? Was ist denn das für eine Waldi-Truppe hier? So, und los geht's. Hier die nächste Runde am Start. Darf ich den Buff haben? Jawohl, ich darf. Aber ich laufe nicht so schnell, sodass ich ihn wahrscheinlich gar nicht bekomme. Ugh, Mann. Diese schnellen Waldis. Und jetzt kommen sie von allen Ecken und der will hier auch irgendwas haben. Was wollt ihr denn alle von mir? Heieiei, das war kein guter Start, muss ich ehrlich sagen. Da bräuchte ich ein bisschen mehr Runspeed. Da schnappt er mir den Buff vor der Nase weg. So, jetzt immer die Sache, wo geht man zuerst hin? Du hast aber auch gar keinen übertriebenen Speed. Auf keinen Fall. Vernichtung nicht vergessen, Schilling. Ich will den Teleport, habe ich noch nicht. Das waren 5. Zu viele. Auf jeden Fall. Ansonsten, was gibt's noch? Ich finde lustig auf der Facebook-Seite und ich antworte da relativ aktiv. Obwohl ich es teilweise irgendwie unnötig finde, wenn ich mich andauernd wiederhole. Aber fragen immer die Leute so, wie lautet der Code von heute? Wie lautet der Code von heute? Die warten vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde, zwei Stunden auf eine Antwort. Wobei sie in Wahrheit nur das Drakensang-Video sehen müssten. Und sie könnten sich den Code sofort abholen. Aber ich meine, mir ist es egal, ich kann antworten. Die Leute freuen sich vielleicht drüber. Oh, Drachenkrieger, komm, komm, komm. Die sind leider bei... Da ist einer. Ich habe jetzt den Teleport nicht. Ich muss hier bei irgend... Bleib, komm zu mir. Komm, auf jeden Fall. Oh. Glück. Glück muss man haben. Denn das wäre ansonsten doof gewesen. Oh Mann, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Tut mir leid, ich muss irgendwie... Ich brauche bessere Items. Ich habe noch sozusagen meine 45 Items an. Bis auf das Dragon-Set ist da nichts Neues. Meine Items hängen einfach Lichtjahre nach. Und da merkt man schon, dass da ein bisschen krassere Stecher... Ach komm schon, und ich nehme die Flagge. Wieso nehme ich sie denn? Ich habe den nicht gesehen hier, beziehungsweise habe nicht... Bist du Obama? Nö, aber du bist wahrscheinlich auch nicht Putin. Gibt's ein lustiges Meme? Put in, put out. Putin, put out. Egal. Auf jeden Fall Füße hoch, denn der kommt flach, aber ich will ein Kill. Was ist denn das? Ich will ein bisschen mehr hier machen auch. Vielleicht noch einen Kill. Irgendwie sowas. Ist der Waldi noch da? Nö, die lassen mir keinen Kill übrig. Eins, zwei. Wieso gibt er mir die? Was macht der doch? Warum gibt er mir die Flagge? Also, wenn ich mit allem gerechnet hätte, aber nicht, dass der Mathematiker damit gerechnet hätte, dass ich hier eine Flagge bekomme. Oh, wow, 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 wow. Egal, dann versuche ich hier zu killen. Nein, ich schaff's ja nicht. Bleib stehen, was ist das für ein Buch? Bleib stehen mit deinem Buch. Dankeschön, dankeschön. Reicht? Reicht dann mal. So, danke, das war der zweite. Dass ich auch mal ein bisschen Glück habe. So, und den kann ich mir... Ah, da war ich zu spät. Die Waffe sieht so grenzgenial aus. Gib mir die. Auch haben will.
Uiuiuiui. Huiuiuiuiui. Ho! Wenn sich ein bisschen mehr jetzt verbrenne, ich konzentriert, dann wird's ja vielleicht was. 4-6. Los, los, los. Schilling muss noch positiv werden. Wie sieht's denn aus mit den Flaggen? Ja, das geht sich noch aus. Das packe ich noch. Hier vielleicht den versuchen. Jawohl. Wenn man ein bisschen auf Kills geht, schafft man's ja vielleicht auch. Ist aber echt, jetzt bemerke ich das erst so richtig. Im PvE komme ich bestens damit klar, aber ist schon traurig, dass ich sozusagen doch mit meinen 45 Items irgendwie so zocke. Naja. Ich bin jung und brauche das Geld oder so. Da war noch einer und noch einer und der jetzt vielleicht. Dam, da, da, dam. Und ich habe schon wieder die Flagge und es tut mir so leid. Da müsste so einen. Ah, Moment mal. Ich könnte aufsatteln. Das kann man machen, um die Flagge abzugeben. Oder einfach aufs Reittier rauf. Oder geht das erst, wenn ich komplett am Reittier oben bin? Das müsste man testen. Das müsste man testen wie die Besten. 1, 2, 3, 4. Und das war's. Gut, noch einen abgestaubt hier mit 900 Damage. Nö, den treffe ich auch. Das ist gut. Yo, bitte noch 10-9. Juhu, hab's am Ende noch geschafft, ein paar Kills abzustauben. Gildenbonus, OP, wie immer. Aber genau, von der Arena, aus der Arena halte ich mich momentan noch ein bisschen fern. Eben wie gesagt, wegen der Ausrüstung. Es ist echt, ich finde es traurig. Ich brauche das neue 50er Drachenschmerz-Set. Ich brauche eine bessere Waffe, Roshan vielleicht auf 50. Und dann kann ich mich mal wieder reinwagen. Aber bis es soweit ist. Genau, danke fürs Zusehen. Und ich würde sagen, es geht einfach nicht so weiter. Oh, Spielezeit. Oh.